Good morning, everyone. Let's see. Let's try that again. Am I on now? Bring me up some more, please. Appreciate it. Good morning, everyone. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr alle. We made it to the end. Wir haben das Ende erreicht. He that endures to the end. Wer bis ans Ende ausharrt, will be saved. Wird gerettet werden. It has been a wonderful week. Es ist eine ganz wunderbare Woche gewesen. And once again, thank you for inviting us to be here in Germany with you. Und noch einmal möchte ich mich bedanken für die Einladung, dass wir hier bei euch in Deutschland sein konnten. Now, during the week, some of you have become familiar with who my wife is. Einige von euch haben während der Woche meine Frau kennengelernt. But I don't want to take for granted that you all know who she is. Aber ich I don't want to take for granted they all know. Aber ich denke, dass ihr, ich kann es nicht voraussetzen, dass ihr das alles wisst. Honey, would you stand, please? Möchtest du vielleicht einmal aufstehen? Turn around, babe. Und Amen. Amen. Yes, you've seen me with her during the week. Ihr habt mich mit ihr gesehen unter der Woche. And I want you to know that she's my wife. Und ich möchte, dass ihr wisst, sie ist meine Frau. Love you, honey. Ich liebe dich. You know, we have a saying together. Es gibt so einen Spruch, den wir gemeinsam haben. It is together. Zusammen. Forever. Für immer. Eternity in view. Mit der Ewigkeit im Blick. Amen. Amen. And so we allow husbands and wives to adopt that saying. Together, forever, eternity in view. Und so erlauben wir es auch anderen Ehepaaren, sich diesen Spruch zu eigen zu machen. Gemeinsam, zusammen mit dem Blick auf die Ewigkeit. Das kann man im Deutschen nicht wiedergeben mit den Zahlen. Yeah, we'll let you use that for no charge. Und das lassen wir euch aber auch ohne weitere Kosten dann nutzen. Also glad to meet the conference president. Thank you for allowing us to come to Germany. Ich freue mich auch, euren Vereinigungsvorsteher, Präsident, kennengelernt zu haben und danke, dass ich hier in Deutschland sein durfte. And thank you all for your kindness, your smiles, even though there's somewhat of a language barrier, we have found ways to communicate. Und danke, dass ihr alle mich angelächelt habt und obwohl es diese Sprachbarriere gibt, haben wir doch Möglichkeiten gefunden, miteinander zu kommunizieren. And so what I love about the songs you sing, was ich über die Lieder so mag, die ihr singt, it may be a different language. Sie sind vielleicht in einer anderen Sprache. But we're all singing the same song. Aber wir singen alle dasselbe Lied. We have the same hope. Wir haben dieselbe Hoffnung. And if we don't see you again, und wenn wir uns nicht wiedersehen, we look forward to seeing you in the kingdom. Dann schauen wir uns, freuen wir uns darauf, euch im Königreich wiederzusehen. So pray for us. Betet für uns. As we go back to the States tomorrow. Wenn wir morgen zurück in die Vereinigten Staaten fliegen werden. We'll be going to ASI in Orlando, Florida. Wir werden dann zu ASI nach Orlando in Florida fliegen. And finally we'll get back home around August 6th. Und um den 6. August herum werden wir wieder zu Hause sein. Pray for our safety. Und betet, dass wir eine gute Reise und sichere Reise haben. And one other thing. Eine andere Sache. I enjoy driving fast on the Autobahn. Ich habe mich daran erfreut, schnell auf der Autobahn fahren zu dürfen. I'm going to try to find a way to get that law passed in the States. Ich werde versuchen, irgendwie so ein Gesetz auch in den USA erlassen zu lassen. No speed limits in the country. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Land. Okay, well, anyway, also, let's get to our final message. Lasst uns unsere letzte Botschaft anschauen. The remnant. Die übrigen. Father in heaven, we thank you for your Holy Spirit. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Heiligen Geist. We thank you that every time we've opened your word, you've opened our hearts. Danke, dass jedes Mal, wenn wir dein Wort geöffnet haben, du unsere Herzen geöffnet hast. Speak to us as we get ready to go back to our homes. Rede auch jetzt noch einmal zu uns, wo wir bereits auf dem uns vorbereiten, wieder nach Hause zu gehen. And as we come down from this mountaintop experience. Und wenn wir von dieser besonderen Gipfelerfahrung wieder in den Alltag zurückkehren. May we take a rededication to serve you with us. Mögen wir eine Wiederweihe, dir zu dienen, mit uns nehmen. And may you now take this word und mögest du dieses Wort nehmen and find that fertile heart und diesen fruchtbaren Boden finden. In Jesus' name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. When I think about the remnant, wenn ich über die Übrigen nachdenke, it is a very sobering and solemn statement. Dann ist das eine sehr ernüchternde und auch sehr feierliche Aussage. I think about how the great controversy began. Ich denke darüber nach, wie der große Konflikt begann. In the Garden of Eden between Satan and Eve. Im Garten Eden zwischen der Schlange und Eva.
And he was able to deceive her into believing his lie. Er hat es geschafft, sie so zu verführen, dass sie seine Lügen geglaubt hat. But now more than 6,000 years later. Aber jetzt 6,000 Jahre später. There's another picture presented of the dragon and the woman. Gibt es ein weiteres Bild, das uns gezeigt wird von dem Drachen und der Frau? And this time. Und dieses Mal. She's not falling for his lies anymore. Diesmal fällt sie nicht in seine, auf seine Lügen herein. The woman is standing firm. Die Frau steht diesmal fest. The woman is standing with the Lord Jesus Christ. Die Frau steht jetzt mit ihrem Herrn Jesus Christus. You see, I begin with that statement. Ich fange an mit dieser Aussage. Because so many of us are concerned about the woman. Denn so viele von uns machen sich Sorgen um die Frau. But there's a reason why the dragon is angry with the woman. Es gibt aber einen Grund, warum der Drache zornig ist auf die Frau. Because the woman is faithful to the Lord Jesus Christ. Weil die Frau treu zum Herrn Jesus Christus and he's ist. And he's angry because he cannot get her to listen to him any longer. Und er ist zornig, weil er sie nicht mehr dazu bringen kann, ihm weiter zu hören. So throughout this message I'll bring out a number of points. In dieser Botschaft möchte ich einige Punkte hervorbringen. As to why I'm staying in God's remnant message. Warum ich in dieser Botschaft der übrigen Gottes bleiben werde. We have the only message that causes hell to be concerned. Wir haben die einzige Botschaft, die in der Hölle für oder die ja der Hölle Unbehagen bereitet. And as we get closer to the end, und wenn wir uns dem Ende nähern, we must be more determined. Müssen wir noch entschiedener sein, to be faithful to this message. Dieser Botschaft treu zu bleiben. Because the day is approaching. Denn der Tag kommt bald, when Jesus will introduce his eternal family. Wenn Jesus seine ewige Familie uns vorstellen wird. And I plan on being in that family. What about you? Und ich plane in dieser Familie sein zu sein. Was ist es mit dir? Amen. Amen. We must hold on. Wir müssen festhalten. Because there's a polarization taking place. Denn es gibt eine Polarisierung. Everyone will be on one side or the other. Jeder wird auf der einen oder anderen Seite sein. There is not going to be a third neutral side. Es wird keine dritte neutrale Gruppe geben. There will be no middle ground. Es wird keinen neutralen Zwischengrund geben. Today we must determine where we will stand. Heute müssen wir uns entscheiden, wo wir stehen wollen. There's only two categories. Es gibt nur zwei Kategorien. The just and the unjust. Die Gerechten und die Ungerechten. The filthy and the holy. Die Dreckigen und die Heiligen. We must make our decision on which category we must stand. Wir müssen uns entscheiden, in welcher Kategorie wir sein wollen. And so when you think about it, wenn ihr darüber nachdenkt, there's a question I must ask you today. Dann muss ich euch eine Frage heute stellen. What is it about the remnant that makes the devil so angry? Was ist an den Übrigen so besonders, dass der Satan so zornig auf sie wird? We find the answer in God's word. Wir finden die Antwort im Wort Gottes. Revelation 12, verse 17. In Offenbarung 12, Vers 17. And the dragon was wroth with the woman. Und der Drache wurde zornig über die Frau. And went to make war with the remnant of her seed. Und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen von ihrem Samen. And here's why he's angry. Und hier ist der Grund, warum er zornig ist. Which keep the commandments of God. Welche die Gebote Gottes befolgen. And have the testimony of Jesus Christ. Und das Zeugnis Jesu Christi haben. I am so glad today to say, ich bin so froh, heute sagen zu können, that there are unshakable foundations among God's people that the devil cannot move. Dass es auch heute noch im Volk Gottes unerschütterliche Fundamente gibt, die der Satan nicht wegbewegen kann. And so keep this in mind. Behalte das im Kopf. If you do something to make the devil angry, you're doing the right thing. Wenn du etwas tust, was den Teufel zornig machst, dann tust du das Richtige. If you're standing on the truth, the devil will get upset with you. Wenn du auf der Plattform der Wahrheit stehst, wird der Teufel sich über dich ärgern. And he'll send people to try to shake your faith in the truth. Und er wird Menschen senden, um deinen Glauben an die Wahrheit zu erschüttern. And brethren, we're living in the shaking today. Und liebe Freunde, wir leben in dieser Sichtung. Every wind of doctrine is blowing. Jeder Wind der Lehre weht von allen Seiten. Every fabric of our faith will be tested. Jede Faser unseres Glaubens wird getestet. The things that have been clear for years, Dinge, die für Jahre klar gewesen sind, are all of a sudden being questioned, werden plötzlich in Frage gestellt. But make no mistake about it. Aber macht dabei keinen Fehler. These are not new controversies. Das sind nicht neue Kontroversen. The devil has always questioned God's word. Der Teufel hat schon immer Gottes Wort in Frage gestellt. So doubting the Holy Spirit is not new.
den Heiligen Geist in Frage zu stellen, ist nichts Neues. It happened in the days of the Antediluvians. Das hat schon in den Zeiten vor der Sintflut stattgefunden. It happened in the Old Testament. Das hat im Alten Testament stattgefunden. The people of God of Israel doubted the Holy Spirit's work. Die Israeliten haben zum Teil manchmal das Wirken des Heiligen Geistes in Frage gestellt. It happened when Stephen was being stoned. Das ist passiert, als Stephanus gesteinigt worden ist. And the devil knows. Der Teufel weiß. That people without the Spirit of God cannot be saved. Er weiß, dass Menschen ohne den Geist Gottes können sie nicht gerettet werden. And so we must stay with Jesus. Deswegen müssen wir bei Jesus bleiben. Because Jesus said, denn Jesus sagt, as he looked to the future, als er in die Zukunft geschaut hat, he says in Matthew chapter 12 and verse 30, in Matthäus 12, Vers 30, he that is not with me is against me. Der, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. He who does not gather with me scatters abroad. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. When you go back to your churches, wenn ihr in eure Gemeinden zurückgeht, find ways to gather with Jesus. Dann findet Wege, wie ihr mit Jesus sammelt. Get involved in the mission of your church. Involviert euch in die Mission eurer Gemeinde. Get involved in sharing the gospel. Involviert euch in die Verbreitung des Evangeliums. Get involved in sharing the three angels' messages. Involviert euch in die Verbreitung der dreifachen Engelsbotschaft. Embrace the leaders that are lifting up Jesus. Und haltet euch an die Leiter, die Jesus hochheben. Be humble. Seid demütig. But do not apologize for the Adventist message. Aber entschuldigt euch niemals für die Adventbotschaft. Because there is no other message that causes the devil to be concerned like this one. Denn es gibt keine andere Botschaft, die den Satan so sehr in Unruhe versetzt wie diese Botschaft. In the final contest between light and darkness. In dem finalen Konflikt zwischen Licht und Finsternis. Good and evil. Zwischen Gut und Böse. Christ and Satan. Zwischen Christus und Satan. The middle ground does not exist. Gibt es keinen neutralen Grund. One day Jesus will bring us through that final trial. Eines Tages wird Jesus uns durch diese finale Anfechtung bringen. And we will understand. Wir werden dann verstehen, that following Jesus is worth it. Dass es wirklich sich lohnt, Jesus zu folgen. Don't be discouraged. Seid nicht entmutigt. It's going to get difficult. Es wird schwierig werden. But it's going to get better. Aber es wird besser werden. When the trials are over, wenn die Anfechtungen vorbei sind, the triumph will be eternal. Wird der Triumph ewig sein. Those that ignore Jesus today, diejenigen, die heute Jesus ignorieren, will one day be forced against their will, die werden irgendwann gegen ihren Willen gezwungen werden, to acknowledge Jesus as King of Kings and Lord of Lords, dann trotzdem Jesus als König der Könige und Herr der Herren anzuerkennen. But your blessing, aber ihr, euer Segen, is to acknowledge him today as your King and your Lord. Besteht darin, dass ihr ihn heute schon als euren König und Herrn anerkennen könnt. The Apostle Paul talks about a glorious day in the near future. Der Apostel Paulus spricht von einem herrlichen Tag in der Zukunft. He says in Philippians 2, verse 10 and 11. In Philipper 2 und dort Vers 10 und 11. The very name that people are denying today. Der genau der Name, den Menschen heute verleugnen. The very name that people are questioning his origin today. Der Name, den Menschen heute in Frage stellen. Paul says. Paulus sagt über ihn, at the name of Jesus, damit in dem Namen Jesu, every knee should bow, sich alle Knie derer beugen, of those in heaven, die im Himmel, and of those on earth, und auf Erden, and of those under the earth, und unter der Erde sind, and that every tongue should confess, und alle Zungen bekennen, that Jesus Christ is Lord, dass Jesus Christus der Herr ist, to the glory of the Father, zu der Ehre Gottes. Is he your Lord today? Is he your Lord today? Ist er dein Herr heute? If he's your Lord, say amen. Wenn das Amen. 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 He is our Lord. Er ist unser Herr. So when we read the text like this, wenn wir Texte wie diesen lesen, the only pressing question is, die einzige drängende Frage ist, where will you kneel? Wo wirst du knien? What will the condition of your heart be when you kneel? Was wird der Zustand deines Herzens sein, wenn du kniest? So friends, as we get into the message, wenn wir in diese Botschaft hineingehen, I just laid the foundation. Ich habe gerade nur das Fundament gelegt. As we get into the message, wenn wir in die Botschaft hineingehen, come with me to the last act in the great controversy of the ages. Komm mit mir zu diesem letzten Akt im großen Kampf der Zeitalter. Come with me to the presentation of the fellowship of the unashamed. Komm mit mir zu einer Präsentation der Gemeinschaft der jenigen, die sich nicht schämen. Come to the introduction of those who stand on uncompromising truth. Komm zu mir, um diejenigen kennenzulernen, die ohne Kompromisse zu machen für die Wahrheit einstehen. Revelation introduces a group 6,000 years in production.
Die Offenbarung präsentiert uns eine Gruppe, die seit 6000 Jahren geformt wird. Who are they? Wer sind sie? What do they believe? Was glauben sie? Where can they be found? Wo können sie gefunden werden? Where are they born? Wo sind sie geboren? And why did it take so long to introduce them? Und warum hat es so lange gebraucht, bis man sie kennenlernen kann? So notice the very first point. Der erste Punkt. The truth about the remnant. Die Wahrheit über die Übrigen. The remnant remain focused amidst distractions. Die Übrigen bleiben fokussiert inmitten von Ablenkungen. You see, friends, we are in a world that wants to distract us. Wir sind in einer Welt, liebe Freunde, die uns ablenken will. We must remain focused. Wir müssen fokussiert bleiben. Don't allow compromise to change your vision. Lasst es nicht zu, dass Kompromisse eure Vision von dem, was kommen wird, ändern werden. Don't allow the doctrinal controversy to shake your faith. Erlaube es nicht, lehrmäßigen Auseinandersetzungen euren Glauben zu erschüttern. Remain focused amid the distractions. Bleibe fokussiert inmitten dieser Ablenkung. See those that are divinely commissioned by God. Diejenigen, die von Gott einen göttlichen Auftrag bekommen haben. We have a work to do. Wir haben eine Aufgabe zu tun. And we cannot do the work of God while we're distracted. Wir können die Arbeit Gottes nicht tun, während wir abgelenkt sind. Remember in the days of Nehemiah. Erinnert euch an die Tage von Nehemiah. As he was building the wall. Als er die Mauern aufbaute. The enemy sought to distract him. Hat der Feind versucht, ihn abzulenken. To bring him down from the work. Ihn von der Arbeit hinabzubringen. And we must say what he said. Und wir müssen sagen, was er gesagt hat. I will not come down. Ich werde nicht hinabkommen. We must stay committed to the work of God. Wir müssen uns wirklich dem Werk Gottes hingeben. Because one day. Denn eines Tages we will hear these words. Werden wir diese Worte hören. Well done, thou good and faithful servant. Gut gemacht, du treuer Knecht. We are living during the closing of probation. Wir leben in dieser letzten Phase der Gnadenzeit. And Jesus is soon to return. Jesus wird bald wiederkommen. You see, the remnant are convinced. Die Übrigen sind überzeugt. Through the fulfillment of prophecy. Durch die Erfüllung der Prophetie. That the time has come for the last message to be given to the world. Dass die Zeit gekommen ist, die letzte Botschaft dieser Welt zu geben. And the devil doesn't like this message. Und der Teufel mag diese Botschaft he nicht. He does not want to hear the judgment hour message. Er möchte nicht die Botschaft von der Stunde des Gerichts he hören. He wants us to deny the belief in the sanctuary. Er möchte, dass wir den Glauben an das Heiligtum verleugnen. And there are so many that are walking away from the sanctuary truth. Und so viele distanzieren sich mittlerweile von der Wahrheit über das Heiligtum. But make no mistake about it. Aber macht keinen Fehler, liebe Freunde. We have a high priest. Wir haben einen hohen Priester. Who is in the heavenly sanctuary. Der im himmlischen Heiligtum ist. Interceding in our behalf. Der für uns einsteht. He's on the throne of grace. Er ist auf dem Thron der Gnade. Praise God, he's there today. Preist Gott, er ist heute dort. What do you say? Was sagt ihr? We have a high priest. Wir haben einen hohen Priester. The remnant must not be distracted from the work of Christ. Dass die Übrigen dürfen sich nicht von der Arbeit Christi weglenken lassen. He is able to save to the uttermost. Er kann bis zum Äußersten retten. Those who come to Christ. Diejenigen, die zu ihm kommen. And so, friends, today. Liebe Freunde, heute. In the world that's politically sidetracked. In einer Welt, die politisch in verschiedene Richtungen geführt wird. Remain focused on God's agenda. Bleibt fokussiert auf die Agenda Gottes. It's time to be divorced from worldly alliances. Es ist die Zeit, sich von weltlichen Allianzen zu scheiden. And this was a challenge even in the days of Christ. Und das war sogar in den Zeiten von Christus eine Herausforderung. You see, the disciples always wanted Jesus to settle issues between Rome and the Jews. Die Jünger wollten immer, dass Jesus Themen klärte zwischen den Römern und den Juden. But notice what Jesus said. Aber schaut, was Jesus gesagt hat. In John 18:36. In Johannes 18, Vers 36. Jesus answered. Jesus antwortete. My kingdom is not of this world. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. If my kingdom were of this world. Wäre mein Reich von dieser Welt. My servants would fight. So hätten meine Diener gekämpft. But don't miss that. Aber passt genau auf. You'll only be fighting amongst each other if you believe that God's kingdom is down here. Ihr werdet nur miteinander und gegeneinander kämpfen, wenn ihr glaubt, dass das Königreich Gottes hier auf dieser Erde ist. Don't allow politics to divide you. Erlaubt es nicht der Politik, euch zu spalten. Allow the mission of Christ to unite you. Erlaubt es der Mission Christi, euch wieder zu vereinen. Because the kingdom of God is not of this world. Denn das Königreich Gottes ist nicht von dieser Welt. You see, the reason why the remnant message is priority. Der Grund, warum die Botschaft der Übrigen Priorität ist, is Satan is seeking to eliminate the remnant. Weil nämlich Satan die Übrigen eliminieren möchte. If we are divided against each other, wenn wir miteinander in zerspalten sind, we cannot be united against the devil. Können wir nicht vereint gegen den Satan vorgehen. That's why Ellen White tells us, deswegen sagt uns Ellen White in Counsels for the Church, page 344, these words.
Und da sagt sie in Ratschlägen für die Gemeinde. Notice what she says. Schaut, was sie hier sagt. Satan hopes to involve the remnant people of God. Satan hofft, die übrigen Gottes in the general ruin, in einen generellen Ruin zu involvieren, that is coming upon the earth, der auf diese Erde kommen wird. As the coming of Christ draws nigh, wenn das Kommen Jesu näher rückt, he will be more determined, wird er noch entschlossener sein and decisive, und entschiedener in his efforts to overthrow them, in seinen Bemühungen, sie zu überwinden. Friends, don't allow the devil to overthrow you. Bitte erlaubt es nicht dem Satan, euch zu überwinden. And so we must be concerned about even the terminologies that we use. Wir müssen also auch über die Begriffe uns Gedanken machen, die wir verwenden. People are looking at the church. Menschen schauen sich die Gemeinde an. The controversy over music. Die Kontroverse über die Musik. The controversy over different styles of worship. Die Kontroverse über verschiedene Anbetungsstile. And on one side, auf der einen Seite, we say it's conservative. Auf der einen Seite sagen wir, es ist konservativ. But Ellen White says, aber Ellen White sagt, it's cold formalism. Sie sagt, es gibt kalten Formalismus. On the other side, we say it's liberal. Auf der anderen Seite sagen wir, es ist liberal. But Ellen White says, aber Ellen White sagt, it's fanaticism. Es ist Fanatismus. Religion should never be based on emotion. Religion sollte niemals auf Emotionen basieren. But if the word of God does not move you emotionally, something is wrong. Aber wenn das Wort Gottes dich nicht emotional irgendwie bewegt, ist auch irgendetwas God's verkehrt. God's word must not only move our minds. Gottes Wort darf nicht nur unser Denken bewegen, but transform our hearts, sondern auch unser Herz transformieren. My good friend who's now resting in Jesus, ein guter Freund, der jetzt in Jesus ruht, Pastor C.D. Brooks, der Pastor C.D. Brooks, he is now resting in Christ, er ruht jetzt in Christus. But he said something to me one day that I share with you. Aber er sagte mir eines Tages etwas, das ich euch weitergeben möchte. He said, it's not how high you jump. Es geht nicht darum, wie hoch du springst, but it's how straight you walk when you hit the ground. Aber sondern wie gerade du gehst, wenn du auf den Boden fällst. So many people today are jumping and praising God and worship. Einige springen so hoch und preisen und loben Gott. But unless your life is straight in the eyes of God. Aber wenn dein Leben nicht gerade ausgeht in den Augen Gottes. Emotion will not transform your life. Dann werden Emotionen dein Leben nicht verändern. You see, there is an agenda that Satan has. Es gibt eine Agenda, die der Satan hat. He's seeking to do in our day what he did in Nehemiah's day. Er versucht in unseren Tagen das zu tun, was er zur Zeit Nehemias getan hat. And notice how the Bible describes this. So wird das in Nehemiah 1, Vers 3 beschrieben. Nehemiah 1, Vers 3. Genau, Vers 3. And they said unto me, und sie sprachen zu mir, the remnant that are left of the captivity there in the province, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz, are in great affliction and reproach. In großem Unglück und in Schmach. And here's the reason why. Und hier ist der Grund. The wall of Jerusalem also is broken down. Die Mauern Jerusalems sind niedergerissen. And the gates thereof are burned with fire. Und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Let's not miss that. Wir wollen das hier nicht verpassen. The doctrines of the church are intended to be the wall for God's remnant church. Die Lehren der Gemeinde Gottes sollen eigentlich Mauern sein, die die übrigen beschützen. Let us not abandon the walls of God's church. Lasst uns nicht die Mauern der Gemeinde Gottes in Ruinen liegen. Doctrines cannot save us. Die Lehren können uns nicht retten. But they are ordained of God to unite us. Aber Gott hat sie eingesetzt, um uns zu vereinen. To unite us with each other. Damit wir miteinander vereint with sind. With His word. Mit seinem Wort. And with His mission. Und mit seiner Mission. And so when we get to the day where they say doctrines no longer matter, that's not true. Wenn wir also jetzt in eine Zeit kommen, wo Leute sagen, die Lehre ist nicht mehr entscheidend, dann ist das nicht wahr. So when Nehemiah talks about the walls, wenn Nehemiah über die Mauern spricht, he's not talking about walls between countries, dann spricht er nicht über Mauern zwischen Ländern. He's talking about the wall between the world and the church. Er spricht hier von der Mauer zwischen der Welt und der Gemeinde. Satan wants to demolish the wall between the world and the church. Satan möchte, dass die Mauern zwischen der Welt und der Gemeinde niedergerissen werden. And I know what I'm speaking about. Ich weiß, wovon ich rede. I was in the world. Ich war in der Welt. I was out in the cities. Ich war in den Städten unterwegs. I understand what it means to live for the devil. Ich weiß, was es bedeutet, für den Teufel zu leben. But I praise the Lord the day that he got a hold of my life. Aber ich danke Gott heute, dass er mich gepackt hat. When my wife and I were dating, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, she would invite me to family worship. Dann hat sie mich zur Familienandacht eingeladen. And I was a devil at the time. Ich war damals ein Teufel. I was not in the church. Ich war nicht in der Gemeinde. But she kept on inviting me. Aber sie hat mich immer wieder eingeladen. As a young lady, she was determined. Als junge Frau hat sie sich entschlossen. She says, I will not be with someone who does not worship and love the same Lord that I love and worship. Sie sagte, ich möchte mit niemandem zusammen sein, der nicht denselben Herrn so liebt und anbetet, wie ich es tue. And I loved her so much. Und ich habe sie so sehr geliebt. I learned to love the Lord that she
loved. So habe ich auch den Herrn lieben gelernt, den sie so liebte. Amen. Amen. Young ladies, let me say something to you today. Junge Frau, lass mich dir heute etwas sagen. You must walk so close to God. Du musst so eng mit Gott zusammengehen. That the young man that gets to you, dass der junge Mann, der zu dir kommt, must go through God to get to you. Dass er durch Gott erst zu dir kommen kann. Amen. Amen. Men, the same thing for you. Für die Männer genau dasselbe. You must walk so closely with Jesus. Du musst mit Jesus so eng verbunden sein. That the young lady that wants your heart, dass die junge Frau, die dein Herz haben möchte, must go through Jesus to get to you. Dass sie durch Jesus kommen muss, um zu dir zu gelangen. Don't allow the walls of God's word to be broken down in your life. Erlaubt es nicht, dass die Mauern des Wortes Gottes in eurem Leben niedergerissen werden. And I must add this. Ich muss das hinzufügen. Because this is what is real in our lives. Denn das ist sehr real in unserem Leben. Do not be unequally yoked in marriage. Seid nicht in der Ehe mit Ungläubigen zusammen. So many people today are saying there's no one in the church to be married to. So viele sagen heute, in der Gemeinde gibt's niemanden, den ich heiraten kann. I tell you, there are people that God can lead you to. Ich sage dir, es gibt Menschen, zu denen dich Gott dich führen kann. But here's the key. Aber hier ist der Schlüssel. Seek Jesus first. Suche zuerst Jesus. Matthew 6:33. Matthäus 6, Vers 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. When you're seeking God, wenn du Gott suchst, He'll send the person in your life that He knows is best for you. Dann wird er die Person in dein Leben senden, von der er weiß, dass sie die Beste für dich ist. Too often we seek the person rather than Jesus. Zu oft suchen wir die Person und nicht Jesus. And we use our minds to be our guide. Und wir erlauben es unserem eigenen Denken, uns zu führen. But let God's word be your guide. Aber lass das Wort Gottes dein Führer sein. When God's word is your guide, wenn Gottes Wort dich leitet, you'll never end up in darkness. Dann wirst du nicht in der Finsternis landen. You see, the devil is also trying to make us feel that the Holy Spirit is unnecessary. Der Satan möchte auch, dass wir den Eindruck haben, dass der Heilige Geist unnötig sei. I cannot express to you how my heart is heavy when I think about that very thought. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mir das Herz schwer wird, wenn ich darüber nachdenke. I was at a series of meetings in the States. Ich habe eine Veranstaltungsreihe besucht in den USA. At a constituency meeting. Und auch eine Delegiertentagung, danke schön. Yeah, where all the conference leaders were there. Wo die ganzen Vereinigungsvorsteher dann Präsidenten da waren. And elders and deacons were there. Und da waren Älteste und Diakone. And people chosen to represent their church were there. Und Delegierte, die ihre Gemeinden repräsentiert haben. And I was challenged by an elder in the Adventist church. Und ich wurde von einem Ältesten in der Adventgemeinde herausgefordert. Who tried to convince me, der mich überzeugen wollte, the Holy Spirit is not a part of the Godhead, dass der Heilige Geist kein Teil der Gottheit sei. And I said to him, und ich sagte ihm, you can trifle with the Spirit of God, du kannst mit dem Heiligen Geist vielleicht spielen, but I will not grieve the Holy Spirit. Aber ich werde den Heiligen Geist nicht betrüben. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? But this is not new. Aber das ist nicht neu. It happened in the days of old. Das ist schon in der Vergangenheit passiert. It happened in the time when God was trying to get the people focused on the message of the truth. Es ist immer dann geschehen, wenn Gott versucht hat, die Menschen auf die Wahrheit zu fokussieren. This was a challenge among the days when Stephen was being stoned. Als Stephanus gesteinigt worden ist, war das die Herausforderung. And just before he lost his life, bevor er sein Leben verlor, he said, you also resist the Holy Spirit, hat er gesagt, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, as your fathers did. So wie eure Väter. So today, my brothers and sisters, liebe Geschwister, heute, keep your eyes focused on Christ. Haltet eure Augen fokussiert auf Christus. Here's the reason, second point. Zweiter Grund. The remnant preserve their allegiance with Jesus. Die Übrigen bewahren ihre Loyalität zu Jesus. You see, we must make a difference between what the Lord requires and what the world wants us to do. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen dem, was der Herr von uns fordert und was die Welt uns tun machen möchte. That's why Jesus said these words. Deswegen sagte Jesus in Matthew 22:21. In Matthäus 22, Vers 21. He said, "Render therefore to Caesar." Er sagte, so gebt dem Kaiser, the things that are Caesar's, was des Kaisers ist, and to God, und Gott, the things that are God's, was Gottes ist. We must know the difference between our citizen responsibility and our Christian responsibility. Wir müssen den Unterschied kennen zwischen unseren bürgerlichen Pflichten und unserer Verantwortung als Bürger im Reich Gottes. Because the devil has plans for us. Denn der Teufel hat Pläne für uns. Look at Councils on Stewardship, page 154. Und im Buch Councils on Stewardship, Seite 154 and we are told these solemn words, werden uns diese feierlichen Worte gesagt. As the people of God approach the perils of the last days, wenn das Volk Gottes den Gefahren der letzten Zeit entgegengeht. But consider this. Denk drüber nach. Satan holds earnest consultation with his angels.
hat der Satan ernste Konsultationen, Beratungen mit seinen Engeln, as to the most successful plan, wie er am erfolgreichsten to overthrow their faith. Ihren Glauben überwinden könnte. Did you hear that? Habt ihr das gehört? Satan is trying to figure out what it's going to take to overthrow your faith. Satan denkt sich darüber nach, was könnte ich anstellen, damit ich euren Glauben umstürzen kann. He wants to find a way to get you out of the remnant church. Er möchte einen Weg finden, um euch aus der Gemeinde der übrigen herauszuführen. That's why I say, brethren, keep your eyes fixed on Christ. Deswegen sage ich, liebe Geschwister, haltet eure Augen auf Christus. Keep your eyes focused in the direction of the kingdom. Und haltet eure Augen fokussiert auf die Richtung des Königreiches. And there's one more thing. Es gibt noch eine Sache. That's revealed as we continue to read. Die uns hier offenbart wird. It says he sees that the popular churches are already lulled to sleep. Er sieht, dass die volkstümlichen Kirchen bereits in den Schlaf gewogen sind, dass sie einfach im Schlaf sind. By his deceptive power. Und zwar durch seine verführerische Kraft. And how does he do it? Was er also getan hat? By pleasing sophistry. Durch sehr schmeichelnde Gelehrsamkeit and lying wonders. Und durch lügende Wunder he can continue to hold them under his control. Kann er sie immer weiter unter seiner Kontrolle halten. Watch this. Jetzt passt genau auf. Therefore he directs his angels. Deswegen weist er seine Engel an, to lay their snares, ihre Schlingen, especially for those, besonders für jene, who are looking for the second advent of Christ, besonders für jene zu legen, die sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten, and endeavoring to keep all the commandments of God, und die danach trachten, alle Gebote Gottes zu halten. More than ever before, mehr als jemals zuvor. And this is vitally important. Und das ist extrem entscheidend. Don't seek guidance. Sucht nicht den Ratschlag and light, und Licht, where guidance and light are not present, wo Licht und Führung gar nicht vorhanden sind. Now let me be even clearer. Ich möchte das klarer ausdrücken. Don't go to places where error is taught to try to find truth. Geht nicht an die Orte, wo Irrtum gepredigt wird, um noch ein bisschen Wahrheit zu erhalten. Don't go where compromise is present to find stability. Geht nicht dorthin, wo Kompromisse gemacht haben, um dort Stabilität zu finden. Because so many of our young people are going where they feel the music, they like the music better. Denn so viele von unseren Jugendlichen gehen dorthin, wo ihnen die Musik vielleicht besser gefällt. And they say the music makes me feel better. Und sie sagen, ah, die Musik, die führt dazu, dass ich mich einfach besser fühle. But we must not trust in just the feeling of what music does. Wir können uns aber nicht auf das verlassen, was Musik emotional mit uns and tut. And I know I was in the music world. Und ich weiß, ich war in der Musikwelt. I am a singer. Ich bin ein Sänger. I enjoy music. Ich freue mich an Musik. But when Jesus was in the garden of temptation. Aber als Jesus im Garten der Verführung war. Notice what he said. Schaut, was er sagte. He did not say it is sung. Er sagt nicht, es ist ein Lied. He did not say it is played. Er sagt nicht, es ist gespielt. He said, it is written. Er sagt, es ist in der Wüste. Er sagt, es ist geschrieben. Es steht geschrieben. Satan is not upset with music. Satan hat kein Problem mit Musik. He's not afraid of singing. Er hat keine Angst vor Gesang. But he's terrified by the sword of the Spirit. Aber er hat schreckliche Angst vor dem Schwert des Geistes. Learn how to use your sword. Lernt das Schwert zu gebrauchen. A soldier without a sword cannot sing in battle and win. Ein Soldat ohne Schwert kann nicht im Kampf gewinnen. You must become skillful with the sword of the Spirit. Ihr müsst euch mit dem Schwert des Geistes wirklich gut auskennen. There is no other book that causes Satan to be nervous. Es gibt kein anderes Buch, das den Satan so nervös macht. And think about this. Denkt darüber nach. Jesus could have used any other method in the garden when he was in battle with Satan. Jesus hätte jede andere Methode verwenden können, als er mit dem Satan in Konflikt war. But he left us an enduring example. Aber er hat uns ein Beispiel gegeben, das anhält. Every blow that Satan swung, jeden Schlag, den Satan ausgeführt hat, Jesus responded with the uppercut. Hat Jesus mit Exactly. Er hat es abgewehrt. And this is what he said. Und zwar folgendermaßen. It is written. Mit einem Es steht geschrieben. So steht es geschrieben. It is written. Es steht geschrieben.
It is written. Es steht geschrieben. The only way that we're going to make it through the final controversy is we must know what is written. Der einzige Weg, wie wir durch die letzte Kontroverse hindurchkommen können, ist, wenn wir wissen, was geschrieben steht. That's why the converted David said these words. Deswegen hat der bekehrte David folgende Worte gesagt. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Dein Wort habe ich meinem Herzen verborgen, damit ich nicht gegen dich sündige. If you don't understand what you believe, wenn du nicht weißt, was du glaubst, it's time to learn what you believe. Dann ist es jetzt die Zeit zu lernen, was du glaubst. It's time to learn where it's found in God's word. Es ist Zeit zu lernen, wo man es im Wort Gottes finden kann. It is too late to say, I know it's in there somewhere. Es ist zu spät zu sagen, na ja, ich weiß, irgendwo wird es schon stehen. We must know God's word for ourselves. Wir müssen für uns selbst das Wort Gottes kennen. That's why Peter says these words. Deswegen sagt Petrus diese Worte. And so we have the prophetic word confirmed. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen which Wort. You do well to take heed. Und er tut gut daran, darauf zu achten. As a light that shines in a dark place. Als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Until the day dawns, bis der Tag anbricht, and the morning star rises in your hearts, und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. You see, brother, the morning star is Jesus. Seht ihr, der Morgenstern ist Jesus. The bright and morning star. Er ist der helle Morgenstern. When you study God's word, Jesus becomes more real in your life. Wenn du Gottes Wort studierst, dann wird Jesus noch viel realer in deinem Leben. When you read his letter, you understand why he loves you. Wenn du seinen Brief liest, weißt du, warum er dich liebt. When you spend time in his word, you find nourishment that food can never give you. Wenn du Zeit in seinem Wort verbringst, erhältst du eine Ernährung, die durch Lebensmittel nicht zu bekommen ist. You know, sometimes I would come home from work. Manchmal komme ich von der Arbeit nach Hause. From visiting or going doing church work. Wenn ich Gemeindearbeit getan habe, Leute besucht habe. And my wife knows I'm tired. Und meine Frau weiß, ich bin müde. And she'll say, let's read our Bible. Und sie sagt, lass uns unsere Bibel lesen. And I'll say, honey, I'm tired. Und ich sage, Schatz, ich bin einfach müde. She'll say, just let's read our Bible. Sie sagt, ah, lass uns trotzdem unsere Bibel lesen. I said, but I just want to sleep. Und ich sage, ah, ich würde am liebsten einfach nur schlafen. She said, just let's read our Bible. Und sie sagt, lass uns doch die Bibel lesen. And when we open the Bible, wenn wir die Bibel lesen and begin to read, und anfangen zu lesen, all of a sudden, all of that fear and that tiredness begins to evaporate. Dann löst sich all dieses Müdigkeitsgefühl so in Luft auf. And life springs up again within me. Und in mir springt das Leben wieder hervor. And then she gets tired. Und dann wird sie müde. And she wants to go to bed. Und dann möchte sie ins Bett. And now I want to read the Bible. Aber jetzt möchte ich die Bibel lesen. I want to stay up. Ich möchte noch aufbleiben. And when the lights are turned off, und wenn das Licht ausgeht, there I am in the dark, still reading God's word. Dann bin ich noch im Dunkeln und lese immer noch ein bisschen weiter. There is no book on this planet. Es gibt kein Buch auf diesem Planeten. That can energize you like the study of God's word. Das dich so wieder mit Energie füllen kann wie ein Studium des Wortes and Gottes. We've got a lot of books. Und wir haben viele Bücher. But there's no book greater than the study of God's word. Aber es gibt kein Buch, das größer ist als das Studium des Wortes Gottes. Now why should we study God's word? Warum sollten wir Gottes Wort studieren? Because it is the manual of those who are citizens of heaven. Es ist das, die Gebrauchsanleitung für alle diejenigen, die Bürger des Reiches Gottes sind. And when you read God's word, wenn du Gottes Wort liest, what Paul says in this passage makes sense to us. Dann macht das für uns Sinn, was hier Paulus in dieser Sage sagt. Philippians 3, verse 20. In Philipper 3, Vers 20. For our citizenship is in heaven. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. From which we also eagerly wait for the Savior. Von wo wir hier auch den Herrn Jesus Christus erwarten. The Lord Jesus Christ. Als den Retter. Are you citizens of heaven? Bist du Bürger des Himmels? Amen. Amen. Read the manuscript, the love letter of heaven. Lies den Liebesbrief, das Manuskript des Himmels. Which brings me to my third point. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. The remnant will not abandon the truth of God's word. Die übrigen werden die Wahrheiten des Wortes Gottes nicht aufgeben. That's right. We'll stay firm on God's word. Sie werden Gottes Wort festhalten. And this is where study comes in. Und hier kommt hat das Studium seine Bedeutung. Notice how the apostle Paul encouraged his protege Timothy. Schaut, wie Paulus seinen Zögling Timotheus ermutigt hat. 2 Timothy 2 verse 15. In 2. Timotheus 2 Vers 15. He said, "Be diligent to present yourselves approved to God." Er sagt, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. A worker who does not need to be ashamed. Als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. And notice what he's doing. Und beachtet, was er sagt. Rightly dividing the word of truth. Der das Wort der Wahrheit recht teilt. When you can open God's word. Wenn du Gottes Wort öffnest. I've been in situations. Bin ich in Situationen gewesen. Talking to other pastors. Wo ich mit anderen Pastoren gesprochen habe. Of other denominations. Von anderen Denominationen. And I was in a conversation with one pastor at a time. Ich habe einmal mit einem Pastor gesprochen. And he kept asking me questions. Er hat mir immer weitere Fragen gestellt. And I would say the Bible says. Und ich sage, die Bibel he'd sagt. He'd ask me
another question. Er hat mich eine andere Frage gestellt. And I would say the Bible says. Und ich habe gesagt, die Bibel sagt. And he became angry with me. Und er wurde zornig auf mich. And he says, stop telling me what the Bible says. Er sagte, hör auf, mir zu sagen, was die Bibel sagt. What do you believe? Was glaubst du? And I said, what I believe does not matter. Und ich sagte, was ich glaube, ist völlig irrelevant. What the Bible says is what matters. Was die Bibel sagt, das spielt eine Rolle. Never match your intellect against someone else's intellect. Versuch nicht mit deinem Intellekt gegen den Intellekt eines anderen zu gehen. Let the word of God be your guide. Lass das Wort Gottes dein Führer sein. Let the word of God be your strength. Lass es deine Stärke sein. Amen. Amen. And here's the reason why. Hier ist der Grund. 2 Timothy 4 verse 3 and 4. 2. Timotheus 4 Vers 3 und 4. For the time will come. Denn es wird eine Zeit kommen. And I believe the time has come. Und ich glaube, die Zeit ist gekommen. When they will not endure sound doctrine. Da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. That is even happening amongst us. Das passiert sogar unter uns. But according to their own desires. Sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten. Because they have itching ears. Weil sie empfindliche Ohren haben. They will heap up for themselves teachers. Werden sie sich Lehrer beschaffen. And they will turn their ears away from the truth. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. And be turned aside to fables. Und sich den Legenden zuwenden. As a pastor, I have continued to protect my flock. Als Pastor habe ich immer wieder meine Gemeinde bewahrt. I've had people come into our church where we live now. Ich habe Menschen gehabt, die in meine Gemeinde gekommen sind, dort, wo wir jetzt wohnen. And try to sow misleading doctrines. Und haben versucht, irreführende Lehren zu streuen. And the word and the phrase they use is this. Und die Phrase, die sie gebrauchen, war die. They say, I'm Seventh-day Adventist also. Sie haben gesagt, ich bin auch ein Siebenten-Tags-Adventist. And they're not. Aber sie sind es gar nicht. And I asked the lady once who wanted to join our church. Und ich habe eine Frau, die unserer Gemeinde sich anschließen wollte, einmal gefragt. She was going to our church members' homes, giving them videos, leading them away from the truth of God's word. Sie ging zu den Heimen meiner Geschwister und hat ihnen Videos gegeben, um sie von der Wahrheit wegzubringen. And she said, I want to join your church. Und sie sagte, ich würde gern Mitglied bei eurer Gemeinde werden. I said, let me ask you a question. Ich habe gesagt, ich möchte dir eine Frage stellen. Will you stop spreading these false doctrines? Ich habe gesagt, wirst du aufhören, diese falschen Lehren zu verbreiten? And she paused. Und sie hat pausiert. She says, maybe for a short time. Sie sagte, vielleicht für eine kurze Zeit. But not completely. Aber nicht vollständig. And I said, you'll never be a member of this church. Dann habe ich gesagt, dann wirst du niemals in dieser Gemeinde Mitglied werden. We cannot allow unsettling elements to join our ranks. Wir können es nicht erlauben, dass Elemente, die den Glauben zersetzen, unseren Reihen geduldet werden. Even if a pastor walks away from the Seventh-day Adventist church, it does not make this message illegitimate. Selbst wenn ein Pastor sich von der Adventbotschaft distanziert, bedeutet das nicht, dass diese Botschaft plötzlich keine Legitimität mehr hätte. Stay in God's word. Bleibe bei Gott im Wort. Don't follow men. Folge nicht Menschen. Follow God's word. Folge Gottes Wort. And if you follow men, wenn du Menschen folgst, if you follow leaders, wenn du Leitern folgst, make sure they're following God's word. Dann stelle zuerst sicher, dass sie auch Gottes and Wort let me folgen. Go a little farther. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Make sure they're not following your understanding of God's word. Stelle sicher, dass sie nicht deinem Verständnis des Wortes Gottes folgen, let God's word be rightly divided. Sondern lass Gottes Wort tatsächlich recht geteilt sein. That's why when we study God's word, it does something to us. Wenn wir Gottes Wort studieren, dann hat das eine Auswirkung auf uns. John 17:17 says this to us. Johannes 17, Vers 17 sagt Folgendes. He said, sanctify them by your truth. Es heißt hier, heilige sie in deiner Wahrheit. Your word is truth. Dein Wort ist Wahrheit. What does sanctify mean? Was bedeutet heiligen? It means to separate. Es bedeutet abgesondert sein. It means when God's word is studied. Wenn Gottes Wort studiert wird, it separates darkness from light. Dann wird Finsternis von Licht geschieden. Error from truth. Irrtum von Wahrheit. Formalism from liberalism. Formalismus von Freiheit. It balances our mind. Es wird unser Denken balanciert, ausgewogen gemacht. It clears our vision. Unser Blick wird wieder klar. It gives us a solid foundation. Es gibt uns ein solides Fundament. And we will not be afraid of standing to test our faith. Und wir werden keine Angst mehr haben, wenn unser Glaube geprüft wird. So when people say, I love the Lord, wenn Menschen sagen, ich liebe den Herrn, I say, do you love him enough to keep his commandments? Frage ich ihn, liebst du ihn so sehr, dass du seine Gebote halten wirst? Let me share this passage and I'll tell you a story. Ich möchte euch eine Geschichte hier erzählen, aber erst diesen Text lesen. 1 John 2, verse 4. 1. Johannes 2, Vers 4. The Bible says, die Bibel sagt, he who says, I know him, wer sagt, ich habe ihn erkannt, and does not keep his commandments, und hält doch seine Gebote nicht, is a liar and the truth is not in him. Der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Now why is this important? Warum ist das wichtig? Today so many people are singing songs, I love you, Lord, I love you, Lord. Heute singen so viele Menschen Lieder, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. But he says, if you love me, keep my commandments. Aber er sagt, wenn du mich wirklich lieb hast, if you don't love the Lord that much, you don't really love him at all.
dann halt auch meine Gebote. Wenn du nicht so sehr liebst, liebst du ihn eigentlich gar nicht. I had a conversation with a lady that came to my prophecy seminar. Ich habe eine Unterhaltung mit einer Frau gehabt, die zu meiner Offenbarungsevangelisation kam. And she brought her husband with her. Und sie hat ihren Ehemann mitgebracht. And she said, I brought him with me. Und sie sagt, ich habe ihn mitgebracht, because he doesn't want to attend church. Weil er nicht in die Gemeinde gehen möchte. And he came to the Revelation seminar. Er kam zur Evangelisation. And he came the first night. Er kam am ersten Abend. The first week. Die ganze erste the Woche. Second week. Die zweite Woche. The third week. Die dritte Woche. And we had 6 week seminars. He came every night. Wir hatten eine 6-wöchige Evangelisation. Er kam jeden Abend. At the end, when the appeal was made, am Ende, als der Aufruf gemacht wurde, to join the church, der Gemeinde sich anzuschließen, he stood up. Ist er aufgestanden. And his wife was concerned. Und seine Frau hat sich Sorgen gemacht. She said, Pastor John, I'm concerned. Sie sagte, Pastor John, ich mache mir Sorgen. My husband wants to join your church. Mein Mann möchte deiner Gemeinde beitreten. I said, why are you concerned? Und ich sagte, warum macht ihr das Sorgen? She said, he doesn't go to church. Sie sagte, er geht ja gar nicht in die Gemeinde. She says, and he wants to join your church. Ja, und jetzt möchte er deiner Gemeinde sich anschließen. I said, so what's the problem? Und ich sagte, was ist das Problem? She said, he doesn't want to come to my church. Das Problem ist ja, er möchte nicht mehr in meine and Gemeinde I said, gehen. What's the difference? Und ich fragte, was ist der Unterschied? She said, you keep the Sabbath. Sie sagte, ihr haltet den Sabbat. We go on Sunday. Aber wir gehen am Sonntag in die Gemeinde. And I love the Lord. Und ich liebe den Herrn. And I said these words to her. Und ich habe ihr diese Worte gesagt. I said, sister, liebe Schwester, because you love the Lord, weil du den Herrn liebst, he has chosen to reveal the Sabbath to you at this point in your life. Hat der Herr es sich entschlossen, dir den Sabbat in diesem Moment deines Lebens dir zu offenbaren? And she was a lovely lady. Sie war eine ganz liebenswürdige Frau. Always smiling. Hat immer gelächelt. Very kind. Sehr nett. You could see she loved the Lord. Man konnte sehen, sie liebte den Herrn. And then her husband said, Pastor John. Und ihr Ehemann sagte, Pastor John. I want to get baptized. Ich möchte getauft werden. But can I put it off for one more week? Aber kann ich noch eine Woche warten? Can you give me one more week? Kannst du mir noch eine Woche geben? I said, I can't give you a week. I don't own time. Und ich habe gesagt, naja, ich kann dir keine Woche geben. Mir gehört die Zeit so nicht. So he decided to wait. Er hat sich entschlossen zu warten. And my wife said, is his wife going to get baptized? Und meine Frau fragte, wird wohl seine Frau sich noch taufen lassen? So one Friday night, eines Freitagsabends, I was at home working on the baptismal certificates. War ich zu Hause und habe abends an den Taufzeugnissen gearbeitet. Signing all the certificates. Und habe all die Taufzeugnisse, die Urkunden unterschrieben. And I decided to call this lady. Und ich habe mich entschlossen, diese Frau anzurufen. And she always had a pleasant voice. Sie hatte immer eine ganz angenehme Stimme. She said, Pastor John. Sie sagte, Pastor John. I don't believe that God will judge us if we do not keep his Sabbath. Sie sagte, ich glaube nicht, dass Gott uns deswegen richten wird, weil wir nicht den Sabbat halten. I said, would he judge us if we break all the other 9 commandments? Ich fragte, wird er euch richten, wenn ihr alle anderen 9 Gebote brecht? She said, yes. Sie sagte, ja, natürlich. But I don't think the Sabbath makes a difference. Aber sie sagte, der Sabbat macht bestimmt doch keinen Unterschied, oder? And instead of arguing with her, und anstatt mit ihr zu diskutieren, I said, let's pray this prayer. Ich habe gesagt, lasst uns dieses Gebet beten. If you love me, keep my commandments. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. I said, pray for you to love God enough to keep his commandments. Ich sagte, ich werde für dich beten, dass du Gott genug liebst, um seine Gebote and zu halten. And I said, I'll talk to you later. Und ich werde später mit dir sprechen. I didn't labor with her. Ich habe nicht mit ihr jetzt lange gearbeitet. I didn't argue with her. Ich habe nicht mit ihr diskutiert. And I hung up the phone. Ich habe das Telefon aufgelegt. And my wife came into the office. Und meine Frau kam ins Büro. She said, did she decide to get baptized? Und sie hat gefragt, hat sie sich für die Taufe entschieden? I said no. Ich sagte nein. She said, then why are you filling out her baptismal certificate? Und dann fragt sie, warum füllst du dann ihr Taufzertifikat aus? I said, because she is going to say yes. Ich sagte, weil sie ja sagen wird. Amen. Amen. I claimed her in Jesus' name. Ich habe sie im Namen Jesu in Anspruch genommen, sozusagen. So the next morning. Am nächsten Morgen. Sabbath morning. Sabbatmorgen. When she came to church. Kam sie zur Gemeinde. When Sabbath school was ending, als die Sabbatschule beendet war, and we were getting the baptismal candidates ready to be baptized, und die Taufkandidaten sich auf die Taufe vorbereiteten, she came to me with a smile, as she always does. Kam sie mit einem Lächeln, wie immer, zu mir. She said, Pastor John. Sie sagte, Pastor John. I want to say something to you. Ich möchte dir etwas sagen. I will get baptized with my husband. Ich möchte mit meinem Ehemann getauft werden. And I said, I know. Und ich sagte, ich weiß. I have your certificate. Ich habe deine Taufurkunde schon. Amen. Amen. When you know someone loves the Lord, pray for their hearts to be moved by God's word. Wenn du weißt, dass jemand den Herrn liebt, dann betet für ihn, dass sein Herz weiter angerührt wird. That is the power of the Holy Spirit. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. That's why point 4 is so vitally important. Deswegen ist der vierte Punkt so entscheidend. The remnant preserve doctrinal integrity. Die übrigen bewahren ihre lehrmäßige Integrität. It's very important. Das ist sehr wichtig. And here's the reason why. Hier ist der Grund. Testimonies for the church. Und Zeugnisse für die Gemeinde. Volume 5, page 295 and 296. Und zwar Band 5, Seite 295 und der nächste
We are told, men and women will arise, professing to have some new light. Dort wird uns gesagt, Männer und Frauen werden aufstehen, die bekennen, neues Licht zu haben. Or some new revelation. Oder irgendeine neue Offenbarung. Whose tendency is to unsettle faith in the old landmarks. Deren Tendenz darin bestehen wird, den Glauben in die alten Wegmarken zu zerstören. Their doctrines will not bear the test of God's word. Ihre Lehren werden nicht den Test des Wortes Gottes standhalten. Yet souls will be deceived. Aber Seelen werden verführt werden. False reports will be circulated. Falsche Berichte werden verbreitet werden. And some will be taken in this snare. Und manche werden in diese Schlinge gefangen genommen. They will believe these rumors. Sie werden diesen Gerüchten glauben. And in their turn will repeat them. Und selbst dann weitergeben und wiederholen. And thus a link will be connected. Und so, wird sich eine Kette formen, connecting them with the arch-deceiver. Durch die sie mit dem Erzbetrüger verbunden werden. I've seen many pastors walk away from the church. Ich habe viele Pastoren gesehen, die sich von der Gemeinde entfernt haben. I've seen members go out into darkness. Ich habe Glieder der Gemeinde gesehen, die hinausgingen in die Finsternis. And it's amazing, und es ist erstaunlich, when they leave the church, wenn sie die Gemeinde verlassen. They make you feel that if you stay, you are doing something against God's will. Dann geben sie den Eindruck, als wenn du etwas gegen Gottes Willen tun würdest, wenn du in der Gemeinde bleibst. It's a satanic, deceptive pressure. Das ist so eine verführerischer, satanischer Druck, der entsteht. They declare that they are now free. Sie sagen, dass sie jetzt frei sind. But they're in bondage more than ever before. Aber sie sind mehr in Knechtschaft als jemals zuvor. They call you slaves to tradition and doctrines. Sie nennen dich dann vielleicht Sklaven der Tradition und der Lehren. They say that you are under the burden of the law. Dann sagen sie vielleicht, ihr seid unter der Last des Gesetzes. But when you love the Lord, aber wenn du den Herrn liebst, he said his commandments are not a burden. Hat er gesagt, dass seine Gebote keine Last sind. When you love obedience, wenn du Gehorsam liebst, when you love Jesus, wenn du Jesus liebst, his word is not a problem. Dann ist sein Wort kein Problem. Amen. Amen. That's why Paul talked to the Corinthians in this way. Deswegen hat Paulus so zu den Korinthern gesprochen. 1 Corinthians 1 verse 10. 1. Korinther 1 Vers 10. He said, "Now I plead with you." Er sagte, ich ermahne euch aber. Brethren, by the name of our Lord Jesus Christ. Ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. And don't miss this. Und verpasst das nicht. This applies to today. Das ist für heute anwendbar. That you all speak the same thing. Dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden. That there be no division among you. Und keine Spaltungen unter euch zulasst. But that you be perfectly joined together. Sondern vollkommen zusammengefügt seid. And notice how. Und zwar wie? In the same mind. In derselben Gesinnung. And the same judgment. Und derselben Überzeugung. We must be united in the same mind. Wir müssen in derselben Gesinnung and the same judgment. Und derselben Überzeugung verbunden and sein. Only God's word can accomplish that. Und das kann nur Gottes Wort erreichen. We must study together. Wir müssen gemeinsam studieren. And pray together. Und gemeinsam beten. Amen. Amen. Which brings us now, here's the reason why. Hier ist der Grund. Ephesians 4:13. Epheser 4 Vers 13. Continue to do that. Bis wir alle. Till we all come to the unity of the faith. Wir wollen das tun, bis wir alle zur Einheit des Glaubens kommen. And of the knowledge of the Son of God. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. To a perfect man. Zur vollkommenen Mannesreife. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Zum Maß der vollen Größe des Christus. He wants us to grow. Er möchte, dass wir wachsen. And by God's grace we can grow together. Und durch Gottes Gnade können wir gemeinsam wachsen. Which brings me to point number 5. Das bringt mich zu Punkt Nummer 5. The remnant remain united through the mission of Jesus. Die übrigen bleiben durch die Mission Jesu vereint. Jesus has a mission. Jesus hat eine Mission. And his mission will not fail. Und seine Mission wird nicht versagen. And I gotta say this today. Ich möchte das heute sagen. The mission is almost over. Die Mission ist fast vorbei. The work of heaven is almost done. Das Werk des Himmels ist fast getan. If your spiritual eyes could be opened, wenn eure geistlichen Augen geöffnet werden könnten, you will see angels hurrying to and fro doing the work of heaven. Würdet ihr Engel sehen, die hin und her unterwegs sind, um das Werk des Himmels zu tun. Going into places where the light is not yet being seen. Die dorthin gehen, wo das Licht noch nicht gesehen wird. Carrying the glory of God. Die Herrlichkeit Gottes tragen. And bringing the message of freedom as it is in Christ. Und die Botschaft der Freiheit, wie sie in Jesus ist, bringen. You see, the gospel not only centralizes you. Das Evangelium centralizes you. Centralize. Strengthens you. Ah, das Evangelium tut dich auch nicht nur stärken.
It holds us together. Es hält uns auch zusammen. It also takes care of the issues of our own lives. Das Evangelium kümmert sich oft auch um die Probleme unseres eigenen Lebens. Look at this. Schaut euch das an. Isaiah 61 verse 1 to 3. Jesaja 61 Vers 1 bis 3. Here's what the Lord can do for you when you study his word. Hier ist was der Herr für dich tun kann, wenn du sein Wort studierst. The spirit of the Lord God is upon me. Der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir. Because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. Weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. This is our message. Das ist unsere Botschaft. This is also our mission. Das ist unsere Mission. He has sent me to heal the brokenhearted. Er hat mich gesandt zu verbinden. We must not ignore those whose hearts are broken. Die zerbrochenen Herzen sind, die dürfen wir nicht ignorieren. To proclaim liberty to the captives. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden. If you know somebody bound in sin, pray for them and work with them. Wenn du jemanden kennst, der in Sünde gebunden ist, dann bete für ihn und wirke für ihn. And the opening of the prison to those who are bound. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. There are people in our churches bound by sin and habits. Es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die durch Sünde und Gewohnheiten gebunden sind. We must pray with them. Wir müssen mit ihnen beten. Wrestle with them. Mit ihnen kämpfen. That they may find freedom in Jesus. Dass sie Freiheit in Christus. And when that happens, und wenn das passiert, notice what happens. Schaut, was dann geschieht. To proclaim the acceptable year of the Lord. Und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. And the day of vengeance of our God. Und den Tag der Rache unseres Gottes. To comfort all who mourn. Und um zu trösten alle Trauernden. Console those who mourn in Zion. Um den Trauernden von Zion zu verleihen. To give them beauty for ashes. Dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben the werde. The oil of joy for mourning. Freudenöl statt Trauer. The garment of praise for the spirit of heaviness. Und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. And notice what happens. Und schaut, was passiert. That they may be called the trees of righteousness. Dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. The planting of the Lord. Eine Pflanzung des Herrn. That he may be glorified. Zu seinem Ruhm. Now what is Isaiah saying? Was sagt Jesaja also? Isaiah is when we allow Jesus. Er sagt, wenn wir es Jesus erlauben, to settle the issues of our lives, die Dinge unseres Lebens in Ordnung zu bringen, then we become trees of righteousness, dann werden wir Bäume der Gerechtigkeit, producing fruit of righteousness, die Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen. And what the world needs to see today, und was die Welt heute sehen muss, are not just people preaching a message, sind nicht nur Menschen, die eine Botschaft predigen, but people that experience freedom in Jesus, sondern Menschen, die in Christus Freiheit erleben. Freedom from anger. Freiheit von Zorn. Freedom from habits. Freiheit von schlechten Gewohnheiten. From the world. Freiheit von der Welt. Freedom from possession of habits. Freiheit von einem Gefangensein von Gewohnheiten. Freedom from addiction. Freiheit von Süchten. Freedom from dark practices. Freiheit von bösen Handlungen. Jesus not only saves us. Jesus rettet uns nicht but nur. But Jesus can free us. Sondern er befreit uns auch. Amen. Amen. You see, here's the reason why we must have Jesus. Hier ist der Grund, warum wir Jesus brauchen. We cannot change ourselves. Wir können uns selbst nicht ändern. Jeremiah 13:23. Can the Ethiopian change his skin? Kann wohl ein Moor sein Haut verwandeln? Or the leopard its spots? Oder ein Leopard seine Flecken? Then may you also do good. Dann könnt ihr auch Gutes tun. Who are accustomed to do evil? Die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. We cannot change ourselves. Wir können uns selbst nicht ändern. Only Jesus can change us. Nur Jesus kann uns ändern. Last few points. Letzter Punkt. The remnant reflect the character of Jesus. Die übrigen reflektieren den Charakter von Jesus. Notice this, my brethren. Beachtet dies, liebe Freunde. When I found this quotation, it really helped me. Als ich dieses Zitat gefunden habe, hat es mir wirklich sehr geholfen. Because sometimes we measure people by how good they speak about doctrine. Weil manchmal messen wir Menschen daran, wie gut sie über die Lehre reden. We might say they're very good teachers. Wir sagen vielleicht, oh, das sind sehr gute Lehrer. But this is an eye-opening statement. Aber das ist eine wirklich augenöffnende Aussage hier. Review and Herald, February 9, 1892. 1892, 9. Februar, Review and Herald. She says, men may speak fluently upon doctrine. Sie sagt, Männer mögen sehr fließend und sehr geschmeidig über Lehren reden. And may express strong faith in theories. Und starken Glauben in Theorien ausdrücken. But watch this. Aber schaut jetzt dahin. But do they possess Christ-like meekness and love? Aber besitzen sie Christus-ähnliche Sanftmut und Liebe? If they reveal a harsh critical spirit, wenn sie einen harten, kritischen Geist offenbaren, they are denying Christ. Dann verleugnen sie Christus. If they are not kind, wenn sie nicht freundlich sind, tender-hearted, und wirklich ein Zartgefühl haben, long-suffering, wenn sie geduldig nicht sind, they are not like Jesus, dann sind sie nicht wie Jesus. They are deceiving their own souls. Sie verführen ihre eigenen Seelen. A spirit contrary to the love. Ein Geist, der gegen die Liebe ist. Humility, gegen die Demut. Meekness, Sanftmut. And gentleness of Christ, und Freundlichkeit von Christus. Denies him. Der verleugnet ihn. Whatever may be the possession, was profession. Immer auch sein Bekenntnis sein mag. Here's what she's saying.
Was sagt sie also? When we only teach doctrines, wenn wir nur die Lehren lehren, but do not reveal the fruit of the Spirit, aber nicht den Geist, die Frucht des Geistes offenbaren, we are denying the very Jesus that called us. Dann verleugnen wir genau den Jesus, der uns berufen hat. Notice this. Schaut euch das an. 1. John 3:14. 1. Johannes 3, Vers 4. We know that we have passed from death to life. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Because we love the brethren. Denn wir lieben die Brüder. He who does not love his brother abides in death. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Which brings me to point number 7. Was mich zu Punkt Nummer 7 bringt. The remnant understand the times. Die Übrigen verstehen die Zeiten. What time is it? Welche Zeit ist es? Romans 13, verse 11 and 12. Römer 13, 11 und 12. Here's what we are told. Hier wird uns gesagt. And do this. Und dieses sollen wir tun. Knowing the time. Als solche, die Zeit verstehen. That now it is high time to awake out of sleep. Dass nämlich die Stunde schon da ist, da wir vom Schlaf aufwachen sollten. For now our salvation is nearer than when we first believed. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. The night is far spent. Die Nacht ist vorgerückt. The day is at hand. Der Tag ist aber nahe. Therefore. Lasst uns also. Let us cast off the works of darkness. Ablegen die Werke der Finsternis. And let us. Und lasst uns. Put on the armor of light. Und anlegen die Waffen des Lichts. My brothers and sisters. Liebe Geschwister. As we leave this encampment today. Wenn wir dieses Camp heute verlassen. Take the name of Jesus with you. Nimm den Namen Jesu mit dir. Carry the light of his word with you. Nimm das Licht seines Wortes mit dir. Pray for God's spirit to be seen in your life. Und bete darum, dass Gottes Geist in deinem Leben zu sehen sein wird. Pray for a reconversion and dedication to the truth of God's word. Bitte um eine Neubekehrung, eine neue Weihe zu den Wahrheiten im Wort Gottes. And we may not see you again until the kingdom. Vielleicht mögen wir uns nicht wiedersehen bis zum Königreich. Well, let's make an appointment. Aber lasst uns diese Entscheidung fällen. My wife and I plan on being in the kingdom. Meine Frau und ich, wir planen dann im Königreich dabei zu sein. Do you plan on being there? Seid ihr auch dabei? Can we meet in the kingdom? Wollen wir uns dort treffen? Here's the appointment. Hier ist der Plan. Let's meet the third week in the kingdom of God. Lasst uns in der dritten Woche dann gemeinsam treffen. The first week belongs to Jesus. In der ersten Woche werden wir uns mit Jesus beschäftigen. Now I have a second saying that may make you smile. Und jetzt habe ich noch eine Aussage, die euch vielleicht ein bisschen zum Lächeln bringen wird. I have to visit Solomon the second week. In der zweiten Woche muss ich Salomo besuchen. I'm a marriage counselor. Ich bin ein Eheberater. Anybody with 700 wives need counseling throughout eternity. Jemand, der 700 Frauen hat, der braucht für alle Ewigkeit Eheberatung. So let's get together. Amen. Amen. So let's get together the third week. Also lasst uns in der dritten Woche uns dann gemeinsam let's treffen. Let's stand together around the sea of glass. Lasst uns gemeinsam am gläsernen Meer stehen. And when we stand together, und wenn wir dort gemeinsam stehen, we will embrace the whole armor of God. Dann werden wir die ganze Waffenrüstung Gottes anhaben. We will be perfect. Wir werden vollkommen sein. But brethren, liebe Geschwister, the work is closing. Das Werk schließt. The hour is late. Die Stunde ist vorgerückt. Let's leave this encampment. Lasst uns dieses Camp-Meeting verlassen. Knowing that Jesus will finish what he started. Dass, indem wir wissen, dass Jesus vollenden wird, was er begonnen and hat. There's no need to fear. Wir brauchen keine Angst zu haben. Christ is on his throne. Jesus ist auf seinem Thron. So may I make an appeal to you today as we close. Ich möchte heute am Ende einen Aufruf machen. If there's someone here today that says, Pastor John, wenn es jemanden heute gibt, der sagt, Pastor John, I want you to pray for me, ich möchte, dass du für mich betest, that we can find our walk with Christ more stable, dass ich einen wirklich stabileren Lebensweg mit Jesus habe, that we can have a heart of rededication to the mission of God's church, dass wir uns neu der Mission der Gemeinde der Übrigen weihen. Maybe there's somebody here today that says, I want my marriage to be stronger. Jemand gibt es vielleicht heute hier, der sagt, ich möchte, dass meine Ehe wieder stärker wird. I want my family to be stronger in the word. Ich möchte, dass meine Familie wieder stärker im Wort ist. Maybe there's someone here today that says I want to be a stronger leader in God's church. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich möchte ein stärkerer Leiter im Wort, im Werk Gottes sein. And finally, und schließlich, maybe we all want to say I want to remain in the remnant until I see Jesus face to face. Vielleicht wollen wir alle sagen, ich möchte bei den Übrigen bleiben, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. If anything I've said reached your heart. Wenn irgendetwas, was ich gerade gesagt habe, dein Herz berührt hat. Would you stand with me that we can pray? Möchtest du mit mir aufstehen, dass wir beten können? I'd like my wife to come and join me. Ich möchte meine Frau einladen, come and join me, honey. Zu mir zu kommen. Kannst du zu mir kommen? I want you to know that we've enjoyed our time with you. Ich möchte, dass ihr wisst, dass wir unsere Zeit hier sehr mit euch genossen haben. And pray for us. Und betet für uns. As we continue in God's word. Während wir weiter im Werk Gottes unterwegs sein werden. We are heading back to Florida. Wir werden nach Florida zurückgehen. Next.
als nächstes. Then back home to, then to ASI, dann zu ASI, which is in Florida, was in Florida sein wird. But as we travel on the airways, aber wenn wir fliegen werden and on the highways, und auch auf den Straßen reisen werden and drive fast on the Autobahn, und auf der Autobahn schnell fahren werden, pray for us, dann betet für uns, that we will meet again in the kingdom, dass wir uns im Königreich wiedersehen werden. Do you look forward to that day? Schaut ihr auf diesen Tag? Let's ask the Lord to carry us through. Lasst uns den Herrn bitten, uns hindurchzutragen. Our gracious Father in heaven, unser gnädiger Vater im Himmel. Lord, we thank you for the work that you're doing in our own lives. Vater, wir danken dir für das Werk, das du in unseren eigenen Leben in our tust. Hearts, in unseren Herzen. In our homes, in unseren Heimen, in your church, in unseren Gemeinden, among your people, unter deinem Volk. And Father, may this hope that drives us, möge diese Hoffnung, die uns antreibt, may the Holy Spirit that strives with us, möge der Heilige Geist, der an uns wirkt, may the Word of God that shapes us, möge das Wort Gottes, das uns formt, may the Lord that redeemed us, möge der Herr, der uns erlöst hat, and the Father that looks forward to meeting us, und der Vater, der sich darauf freut, uns zu treffen. Keep us until the day our faith is made sight. Mögen Sie uns bewahren bis zu jenem Tag, wo unser Glaube zum Schauen wird. Lord, bless the church and leadership here in Germany. Herr, segne die Gemeinde und die Leitung hier in Deutschland. Give them strength and wisdom to continue fighting the fight of faith. Gib ihnen Kraft und Weisheit, weiter den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Give our leaders, our presidents, our people of responsibility, wisdom to trust your word. Gib unseren Präsidenten, den Leitern, denen, die in vertrauensvollen Positionen sind, Weisheit, deinem Wort zu folgen. And the work, and when the work is finished, und wenn das Werk vollendet ist, may we all hear these words. Mögen wir alle diese Worte hören. Well done, thou good and faithful servant. Gut gemacht, du treuer Knecht. In Jesus' name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. All of God's people said, möge Gottes ganzes Volk sagen, Amen. 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 Amen.